zur allerersten Folge von Leute, das ist Rise of Night und wir befinden uns gerade im Hauptdorf mit ein bisschen Equip und das haben wir gerade von ein bisschen Amethyst bekommen. Das ist einfach so viel Gold. Wir haben hier einen Custom-NPC, einen Rüstungsschmied mit einer Custom-Rüstung und die müssen wir jetzt erstmal zweimal kaufen. Einmal für Jonas und einmal für mich, damit wir beide schon mal mit einem besten Stuff auf dem Server haben. Eigentlich, wir haben ja sogar den besten Stuff. Krass. Aber ich habe nicht mehr so viel, dann würde ich sagen, noch zwei, eine Fortune und eine Besell. Nee, wir können uns nur eine Fortune-Picky kaufen und dann hatten wir noch 15 übrig. Ja, die können wir, die 15. Okay, ja, dann kriegst du erstmal die Rüstung. Und so sieht die aus. Alter, das ist die beste Rüstung im Spiel aktuell. Aber, warte, nee, wir können sogar noch die zweite Pickel kaufen, sehe ich gerade. Ich habe noch ein Stack übrig. Boah, die ist so krass, diese Rüstung. Also die ist wirklich. Warte, was? Ja, hier hinten liegt dann dein Ding. Was? Ja, du könntest es gleich dann bestauben, ne? Oh mein Gott. Da wir die erste Markierung für unsere Base bauen müssen und müssen, damit wir wissen, wo wir unseren Turm bauen, müssen wir Stein farmen für die Wände. Und jetzt werden die Markierungen gezogen. Ich bin gerade dabei, eine Eisenfarm hier reinzuzimmern und brauche richtig viel Platz, damit wir unten alles bombproofen können. Hier oben habe ich einiges hier abgebaut, damit man hier dann hoch und runter fahren kann mit Wasseraufzügen. Auf jeden Fall noch einiges geplant, aber ich muss jetzt hier erstmal die Eisenfarm weiter. Leute, leise sein. Ich befinde mich gerade in Ice City. Ich muss hier nicht vorsichtig durchlaufen. Die sind überall so ganz viele so Sensoren. Ich muss man nicht vorsichtig hier laufen. Das ist schlecht. Also ich muss hier richtig vorsichtig mal Swift Sneak 3 langsam an. Ich darf nicht über diesen Ding laufen. Ich glaube, ich habe Scheiße gemacht. Ja, ich muss hier ganz vorsichtig laufen. Hey, ich hab so Schiss, ne? Hilft mir, Leute. Wenigstens noch normal rumlaufen. Ich hab mir Warn gespawnt. Amt, oder? Hier hab ich nicht. Es ist so creepy hier. Leute, seht mal her. Da oben sind Diamanten. Super. Ich gehe erstmal dahin. Leute. Ich hab echt Schiss. Gott, ja, das sind zwei Warden da hinten. Oh Gott. Also, ich bin gestorben, habe mein ganzes Stuff neu gekauft und werde, bis wir eine Leiter haben, nicht mehr in der Age City gehen.
Darauf könnt ihr zählen. Ich habe Dias, let's go. Okay, ich habe 10 Dias. Hier sind nochmal Dias und es ist nur einer. Hier sind Dias. Auch nur eins. Wow. Okay, ich bin jetzt nur hier legit hier ein paar Blöcke weitergelaufen. Ich habe jetzt 3 Dia-Adern. Hier ist ein Dia 37. Hier sind ein Dia 39. Und hier haben wir 2 Dias. Leute, ein bisschen Shoot Mine tut auch mal gut. So, hier ein bisschen. Oh. Es ist ein Joke. Das ist ein Joke. Leute, schaut mal, was ich da erblicke. Wieder. Oh, 2 Dias direkt. Oha. Leute, hier sind Emeralds. Das ist fast so gut wie Leute. Leute, da sind Dias. Husky Jonas hat jetzt uns hier ein kleines Zelt gebaut. Es ist echt schön gemütlich hier drin. Gönnt euch das mal. Ich würde hier vielleicht noch eine Laterne hier oben hinhängen. Da kann man hier so runter. Ja. Und das ist hier mein Schlafplatz. Hier kommt noch alles und, schön rein. Aber es das ist wird auch noch schön eingerichtet. Und hier hinten ist dann ja, der Weg sozusagen raus. Ich finde den eigentlich auch ganz schön. Also, oder? Mir gefällt es auf jeden Fall. Ich weiß, Leute, ihr seht hinter mir ein kleines Häuschen. Das ist nämlich jetzt unsere Base. Ja, ich habe die gebaut. Jonas hat davor hier ein kleines Zelt gebaut. Vielleicht habt ihr es bei Jonas auf dem Kanal gesehen. Wir haben hier ein kleines Fenster. Da unten ist auch mein Schlafplatz. Hier, das ist mein Schlafplatz. Hier geht es ja noch runter irgendwo hin. Vielleicht ein Lager oder was auch immer. Hier haben wir noch was ein bisschen gelagert. Hier ist von Jonas der Schlafplatz. Hier kann er auch immer so die Blender hier ausklappen, damit man hier langlaufen kann, damit man eventuell aus dem Fenster schauen kann. Man kann es wieder zuklappen. Hier ist noch ein bisschen Stuff drin. Wenn man hier rauskommt, dann ist hier noch alles richtig hässlich. Das machen wir dann auch noch. Aber ansonsten haben wir schon mal... Leute, ich werde gerade hier Wither-Skeleton-Skulls farmen. Und darum befinde ich mich hier im Nether. Fizilugi und Ragu, die beiden sind von Fizilugi im Team. Die haben jetzt halt auch schon Beacon. Und ich suche jetzt halt noch ein paar Wither-Skeleton-Skulls. Den habe ich von Fizilugi geschenkt bekommen. Ganz nett. Schaut mal vorbei. Link ist in der Videobeschreibung. Aber ich hoffe, ich finde hier mal ein paar Wither-Skelette, weil ja, ich will Köpfe haben. Leute, let's go. Der zweite Kopf. Nein. Aufpassen. Die sind Blazer. 2 Knöpfe sind so schmackhaft. Aber, oh, vielleicht sogar der dritte Kopf. Wait, da müsste ich mich hochsticken. Oder du kommst einfach zu mir. Was? Warte. Das waren Back-to-Back. Oh mein Gott. Alter. Da gehen erstmal Grüße an Basti GHG. Leute, hier nochmal zu zeigen, wie viele Wither-Skelette ich tatsächlich getötet habe. Alter. Hier. Ich habe 32 Wither-Skeletten getötet. Für 3 Köpfe. Mit Looting 3 Schwert. Also. Was zum Teufel? Okay, wir starten mit dem Wither. Warte mal, da kommt die Offhand und boom. Wait, wenn er voll ist, dann kleppen wir den weg. Wusstest du, dass Amethyst-Shards Licht machen? Ja. Ich sterb gleich. Stirbst du denn schon wieder? Oder doch nicht? Ich hab's geschafft. Let's go. Hey, geil. Vielleicht finde ich hier noch Dias. Okay. Während wir die Fassade gebaut haben, hat Jonas in der Zwischenzeit unten vielleicht unseren Tresor ausgehöhlt. Hier müssen wir auf jeden Fall noch alles bauen. Und der Tresor, also ne, das ausgehöhlte Ding vom Tresor, sieht schon mal so aus. Meine ganzen Erzen hier, die leuchten, sieht schon mal geil aus. Die spawnen noch ein bisschen, das müssen wir noch alles hier noch entfernen. Aber ansonsten haben wir eigentlich alles da gemacht.
Geil. Ja, da dieses Netherportal hier stört, müssen wir diesen Baum hier abreißen, damit wir hier unten dann noch das Netherportal bauen können. Darum nutzen wir ein bisschen Magie. Warte. Da, im OBS, da kann ich euch mal kurz ein Bild einblenden. Einige abonniert haben, habe ich mir einfach da jemand ausgesucht, nämlich Corner JY oder J Corner CY, ne J, ja, heißt jetzt unser Tommy, weil ich werde einfach mal nach ein paar Abonnenten die Namen hier benennen. Also, 3 von 5 Eisenfarmen sind fertig, jetzt fehlen nur noch 2 und die baue ich. Der nächste Zombie heißt Juju Games und nicht, dass ihr denkt, wenn ihr jetzt auch abonniert habt, dass, wenn ihr jetzt nicht hier reinkommt, ihr kommt vielleicht noch in den anderen Sachen rein, aber ja, es muss erstmal in OBS angezeigt werden, also müsst ihr den Livestream geabonniert haben und es muss halt erstmal bestehen, dass ihr ausgelost werdet, weil ich mache alles zufällig, weil ich möchte es halt wirklich fair für alle gestalten hier. Also haben wir den nächsten Zombie. Ich passe halt immer auf, dass hier die Zombies bestenfalls hier oben spawnen oder ich mache einfach immer krampfhaft dann extra eine Dinge, die ich dann sofort wieder abreiße. Aber naja, ich muss jetzt einfach die nächste Eisenfarm bauen und ich muss Villager erstmal kaufen. Der Zombie trägt den Namen Stepping Too Fast. Hier, kleiner Stepping Too Fast. Du gehst jetzt erstmal schön. Oh Gott, warum muss ich das immer mitmachen? Nein, nein, ist doch. Naja. Alle 5 Eisenfarmen stehen und der Ertrag ist das. Das sind 23,5 Stacks. Also für 5 Eisenfarmen. Wow, es ist schon mal sehenswürdig, sag ich mal. Es wird auf jeden Fall noch hier ein bisschen geupgradet werden mit den Chests hier. Das kann ich euch schon mal versprechen. Aber ansonsten ist es schon mal final. Nicht mal allzu lange Zeit später habe ich jetzt hier noch Chests gemacht, wie man hier sehen kann. Und ich finde, wenn wir hier ein bisschen AFK stehen und ein bisschen hier an unserer wunderschönen Burg bauen, laufen die Farms hier die ganze Zeit. Wir müssen nur die Chunks hier laden. Und das ist halt krass, weil wir jetzt einfach damit so viel Eisen machen. Und wir können es halt, wenn ja, das lohnt sich noch nicht, weil dann kann nicht viel drin sein, aber ist schon krass. Aber ich farm jetzt erstmal noch einen weiteren Beacon. Wie man hier sehen kann, ich bin in einer Pigment-Farm. Und man sieht sie auch an meinem Gold hier im Inventar und meinen Sauspeed-Schuhen, die wir dann hier noch überall drauf machen werden. Ja, aber ich bin Level 70. Es ist krass, weil ich hier einfach nur AFK stehen muss und ich kriege halt die ganze Zeit XP von den Piglins, weil die mich alle töten wollen, aber dann selber sterben. Also ganz cool, aber ich wollte jetzt eigentlich mit euch erstmal schauen, na, was noch 10 Minuten AFK. Boah, hier liegt hier ein Glas. Also man sieht hier, ich bin wirklich hier AFK und ich kriege davon halt einiges Gold und das kann ich halt für Beacons und sowas auch alles brauchen. Wie man hier wieder sehen kann, bin. Ey, was ist das? Diese Spawn-Rate hier, ne? Auf diesem Server, in diesen Saucian Hurlies. Warum ist das so abnormal viel? Kann es mir jemand erklären? Warte mal, sind die alle gespawnt, wo ich oben auf K stand? Warte mal, das macht jetzt keinen Sinn. Könnt ihr mich dann in den Kommentaren aufklären mit der Spawn-Rate in den Saucian Hurlies? Warum? Ey, es sind gefühlt so 20 oder so. Es werden gefühlt immer mehr. Ey, wenn du jetzt so kommst. Es ist ein Joke. Interessant mit diesen Lichtleveln hier und macht echt. Leute. Oh, wollte gerade sagen. Wow. Okay. Ich wollte gerade einfach nur sagen, warum spawnen so wenig wieder Skelett wieder. Aber dass ich das jetzt schon wieder erleben darf. Alter, was ist das auf diesem Server? Haben wir die Spawnrate hochgeschraubt? Ich weiß nicht. Jetzt sind noch 3. Wie kann das sein, dass sie einfach so viele sind von denen? 2000 years later. Nur damit ihr es wisst, das ist alles, was ich von der Nuda Skelett Farm bekommen habe. Und da ist das Skelett. Danke, dass du meine Aufnahme sprengst. Du bist echt der Beste. Nein, nicht synchron. Schade. Oh, Dias. Als ob. Danke, Wall. Ey, danke. Wo ist er? Ey, lass die Dias in Ruhe. Hast du gehört? Ich will die Dias haben. Oh. Wir ignorieren, dass ich gerade gestorben bin an den Wither und damit meinen Elfen tot habe, aber ich will den hier besiegen. Und ich will die Dias haben. Gib mir Dias. Dann mache ich alles. Da besiege ich sogar nur die Warden. Aber jetzt nach 12 Toten kann man
die Diamanten abbauen. Und es sind 16. Boah. Es geht soweit. Ja, aber komisch, weil nämlich gestern hatte ich nämlich wieder Skelette gefarmt. Das sind so 20 auf einen Haufen gewesen. Gefühlt bei jeder Ecke. Bei uns war es heute so, dass kaum eins gespawnt ist. Es ist komisch, also war es anscheinend nur Zufall.